Hey Kenners, it's your boy, Top 10 MP9. Spielt hier jemand von euch? Wir fangen wie immer auf Platz 10 an, aber zuerst unser Sponsor. Skinny Baroni. Skins kaufen, verkaufen für echtes Geld, dass ihr euch einfach aufs Konto auszahlen lassen könnt oder auf euer PayPal-Konto oder wie auch immer. Ja. Also, Platz Nummer 10. Da haben wir die MP9 Setting Sun. Schmecki, oder? Der Preis ist gar nicht mal wenig. Guck mal. Also da ist schon einiges dahinter. 10. Platz und trotzdem schon so ein Preis. Hört, hört. Da haben wir mit dem 9. Platz, glaube ich, schon was auch einige von anderen Skins kennen. Hoppala, Stift weg. Und zwar die Hot Rod. Einfach nur knallrot das Ding. Ich habe hier oben so komische Pixelierfehler. Weiß nicht, ob die bei euch, wenn ihr die Waffe anschaut, auf eurem Computer auch so sind. Ist ähnlich wie die andere, halt nur komplett überzogen, ne? Und vom Preis her, na, sogar mehr. Wahnsinn. Der 8. Platz ist endlich was Grünes, und zwar die MP9 BioLeak. Mit Z-Track jetzt in dem Fall, aber das ist irrelevant. Da ist schon einiges Cooles zu erkennen drauf. Und das wirkt so ein bisschen wie ein ungesundes Leck mit Schlabber, das jetzt hier sich durchs Erdreich schlängelt. Und auch der Preis schlängelt sich diesmal eher gut rein, oder? Also so mit 33 Cent, 12 Cent. Da kann man schon eher zugreifen, wenn einem denn so ein grünes Teil gefällt, beziehungsweise wenn man die MP9 überhaupt spielt. Der 7. Platz ist komplett gelb und hier mit der Bulldozer belegt. Man merkt, dass bei der MP9 einige Vollfarbenwaffen dabei sind. Ich glaube, so viele wie sonst bei keiner anderen Waffe, oder? Ich meine, gut, bis jetzt sind es nur zwei, aber trotzdem. Der Preis hingegen ist schon eher ein Uff, weil, ja, also, so sehr mag ich Gelb dann auch wieder nicht, dass ich jetzt 130 Euro bezahlen würde für so ein Teil. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, die Katze würde zugreifen. Gefällt dir die Waffe? Ja, gell. Auf Platz Nummer 5 haben wir auch einen Skin, den man von anderen Waffen bereits kennt, und zwar die Capillary. Kätzchen, hallo. Ich bin hier am Schaffe. Pinunze. Mäusen. 9 Cent. Also, Leute, 23 Cent. Ah, 6 Cent. Viel testet. Schöner Skin, schöner Preis. Läuft. Übrigens ist die auf Platz 6. Ich glaube, ich habe eben 5 gesagt, ne? 6. Jetzt kommt der 5. Platz und da steht die Ruby Poison Dart. Oh, leckig schmecki. Was ein Farbenspiel, oder? Von hier sieht sie nicht so gut aus. Aber so. Oh, ein bisschen Lavalampen-Style. Und jetzt schaut ihr mal den finanziellen Aspekt dieser Waffe genauer an. 80 Cent, 40 Cent, 80 Cent, 50 Cent. Bumm. Als nächstes kommen wir zum 4. Platz und zwar zum Modest Threat. Eine Waffe mit vielen Details, die mich durch die Zahl hier wieder an Halo erinnert, die insgesamt sehr schick ist. Nicht so ultra hell und grell wie die anderen jetzt, aber dafür eben mit Details ordentlich protzt und das gefällt mir sehr gut. Könnte auch ein Baustellentacker aus der Zukunft sein. Was übrigens auch noch in der Zukunft liegt, ist der Livestream heute um 22 Uhr. Ja? Kommt dazu, Kinderlein. Heute werden wir auch wieder auf unserem eigenen CSGO-Server spielen, aber natürlich auch Matchmakings machen und andere Spiele spielen. Wird wieder ein Haufen Spaß. Kommt ran. Tja, und jetzt kommen die vorderen 3 Plätze, die auch noch in der Zukunft liegen. Wisst ihr das schon, was ich da liegen habe? Hier ist es sehr schwer, glaube ich, bei der MP9. Die spiele ich fast nie, ich äußere mich darüber auch eigentlich nie. Ihr wisst nicht wirklich, was mir da so gefällt, speziell ist bei dieser Waffe. Aber vielleicht könnt ihr es ja erraten. 3, 2, 1, los geht's. Airlock liegt auf dem Platz Nummer 3. Weiß, ein bisschen orange-rot, ein bisschen grau, dunkelgrau. Guck mal, da kannst du reingucken in die Waffe. Hallo? Ja, und der Preis... 7 Euro, 1,60, 1,50, 1,50, 3,40 Euro, 7 Euro, Da kann man schon auch ein bisschen Geld anlegen an so einen Teil, aber wenn es einem gefällt. Wenn die jetzt auf meinem 3. Platz ist, was liegt dann wohl auf dem 2. und auf dem 1. Platz? 2. Platz, Rose Iron. Wunderbare Rose mit Sprenkeln, weil die halt auch sticht, wenn du so fest in der Hand hast. Ganz schnickes Ding. Wisst ihr, wie der Preis ist? So, da kann man auch ein bisschen was hinblättern. Vor allem, wenn sie halt schick sein soll, dann auch noch in Stat-Track. 40 Euro, würde ich jetzt nicht machen. Aber so 4,72 Euro, würde ich auch eher nicht machen. Was ist jetzt auf dem 1. Platz? Ja, die Goom, so sieht's aus. Schwarz-weiß oder schwarz-hellgrau oder was es sein soll. So schleimartig, sieht auch ziemlich cool aus, ne? Venom-mäßig. Und das Beste an dem 1. Platz ist, dass er sehr günstig ist. Guck mal, 26 Cent, 67, 65, 38. In StatTrack 69 viel testet, boom. Ich denke, dass damit die wenigsten gerechnet haben. Wahrscheinlich haben die meisten die Grünen eher bei mir vorne erwartet. Also sowas wie halt die BioLeak oder Green Plate habe ich überhaupt gar nicht drin. Es passen halt nur 10 rein in so eine 10er Liste. Dann haben wir die MP9s auch soweit wieder durch. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen und dafür, dass ihr gleich in den Stream kommt oder bald. Das Video kommt nicht arg spät, glaube ich. Und der Stream ist ja erst um 22 Uhr. Aber ja, vielen Dank an alle, die da rankommen. Gestern waren auch sehr viele da, sehr viele Neue, die jetzt schon ein paar Mal dabei waren und dann auch wieder am Start waren. Leute, die den Stream angelassen haben und dann irgendwie einkaufen gehen oder sonst was. Vielen Dank dafür. Wir hatten schöne Zahlen, das hat mich sehr gefreut. Edel. Ja, dann bis heute Abend. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes.
Ciao, ciao.